Herzlich willkommen bei einem neuen Review von Steinewuchs. Wir setzen unsere Freude fort mit Auf die Noppe, genau. Was ihr hier seht, ist natürlich Minecraft. Gut zu erkennen an dem Steve hier auf der kleinen Seite und an dem schönen Skelett, was da drüben im so schön vor sich hin brennt, weil es ja so hell ist. Wer es aus dem Spiel kennt, ne, wenn Tag ist, dann brennen die Skelette. Lego, das Tiger-Abenteuer 21162. Alterskennzeichnungen von Lego ist ab 7. Es sind insgesamt 74 Teile, es sind 2 Minifiguren und 2 gebaute Tiere. Und in dem Set ist eine kleine Funktion versteckt. Listenpreis bei Lego ist 9,99 €. Muss man natürlich gucken, vielleicht hat man Glück, dass es mal bei Müller oder Smytoys oder wie die ganzen Läden auch heißen, dass es da vielleicht mal ein bisschen runtergesetzt ist, dann kriegt man es vielleicht auch für 7 € oder 8 €. Muss man halt gucken. Ansonsten, das Set ist im Februar 2020 erschienen, also so ziemlich aktuell. Die Grundplatte hier in den Abmessungen ist etwa 10 x 10 cm. Wir haben dann also einmal hier den netten Hund. Da könnte man dann sogar hier diesen dunklen Stein ersetzen und einen roten Stein nehmen. Das wäre dann auch wie im Spiel die Markierung dafür, dass es dann halt der Hund gezähmt ist. Dann haben wir hier den schicken Fuchs. Der sieht also auch ganz schick aus. Das sind gebaute Tiere. Hier nochmal den Wolf. Und hier natürlich den Steve mit dem Schwert. Das hätte es ganz nett aufgebaut, ist halt ne, klassisch Minecraft, damit man ein bisschen was zum Spielen hat. Hier haben wir so ein bisschen Blumen, dann halt dieses klassische Blockkonstrukt. Wir haben hier diese kleine Flamme, wo das Skelett drin steht. Und dann haben wir hier diese Funktion. Ihr seht, da ist eine Lücke drunter. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, wir holen das Ganze mal kurz ein bisschen dichter ran. Wenn ich hier drauf drücke, dann springt dieser Stein weg wegen dem TNT hier an der Seite. Das finde ich ein ganz nettes Gimmick. Kann man halt so ein bisschen mit Spielen, ein paar Experimente machen. Und was noch zu sagen ist, das Set hat also keine beklebten Steine, sondern selbst das TNT ist hier bedruckt. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Finde ich sowieso immer ein bisschen besser. Hält auch ein bisschen besser, als wenn das irgendwie beklebt wäre oder so. Ist eine gute Sache. Ich finde Aufkleber sowieso nicht so toll wie die meisten, glaube ich. Ja, ansonsten hier so ein bisschen Pilz und die Blumen ist echt ganz schick gemacht. Für 9,99 €, für jeden, der irgendwie Minecraft toll findet, finde ich, ist das eigentlich wirklich ein kleines, feines Set. Und dadurch, dass Minecraft ja auch relativ simpel aufgebaut ist, kann man das auch alles wunderbar miteinander kombinieren. Ja, das war's eigentlich. Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Das Set habt ihr gesehen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit unserem Format Auf die Noppe genau. Und würde mich freuen, wenn er uns Daumen nach oben gibt. Und vielleicht auch mal in die Videobeschreibung guckt, falls ihr wissen wollt, wo ich diese tolle Matte her habe. Oder sonst irgendwas. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Forminger.